Ein Rheinland-Pfälzer, der ins Europaparlament will. Ralf Seekatz. Er tritt für die CDU an, ist 46 Jahre alt, aus Westerburg und seit 2006 im Landtag. Ralf Seekatz ist jemand, der eine klare Position hat, der nah bei den Leuten ist, der auch als Stadtbürgermeister weiß, wie man einen Ausgleich hinbekommt. Also wie man verhandelt und das Leben der Bürger vor Ort gestaltet und das Fachwissen mit nach Brüssel zu nehmen. Also das heißt, in die Theorie mehr Praxis mit reinzubringen, auch aus den Kommunen, das ist eine große Chance. Der gelernte Industriekaufmann studierte Verwaltungswissenschaft. Hilfreiche Grundlage im Landtag wie im Ehrenamt. Seekatz ist noch Bürgermeister von Westerburg. Dass Kommunen von EU-Fördergeldern profitieren, müsse man den Menschen besser erklären, räumt er ein. Woanders möge sich die EU zurückhalten. Also wenn wir hier eine Feuerwehrdrehleiter ausschreiben, dann brauchen wir keine europäischen Ausschreibungsrichtlinien. Ja? Das ist das, was die Kommunalen dann auch nervt. Ja, und wir sagen, das können wir vor Ort. Das können wir vor Ort auch alleine. Woanders gehe es nur gemeinsam. Zu den offenen Baustellen zählen für ihn schnelles Internet für die Wirtschaft, eine bessere Zusammenarbeit in der EU gegen Kriminalität und Terror und mehr Abschottung. Wir müssen die EU-Außengrenzen schützen, weil nur wenn wir einen Außengrenzenschutz haben, werden wir die innere Freizügigkeit weiter dauerhaft erhalten können. Anders wird das nicht funktionieren. Für die Europawahl gibt er sein Bürgermeisteramt auf. Das hat er seiner Frau versprochen. Mit dem ICE sei Brüssel, ja auch nur knapp 2,5 Stunden entfernt, von seiner Heimat Westerburg.